Willkommen zu einem weiteren Teil und heute geht es mal, wie man unschwer erkennen kann, um die Sitze. Ich habe einen coolen Trick gefunden im Internet, wie man diese Sitze aufpimpen, würde ich jetzt nicht sagen, sondern einfach restaurieren kann oder erhalten kann. Aber vorweg noch ganz kurz, vielen Dank erstmal. Vielen, vielen Dank. Ich ziehe den virtuellen Hut vor euch. Ihr habt mir super viel geholfen. Ich habe von einem Bekannten von euch ein Buch in Papierform erhalten, also so ein technisches Datenbuch, wie man den Kadett repariert, also sprich von Motor über Kühlung bis ins Kupplung, Einstellungen, tralala. Und dann hat mir noch ein weiterer Zuschauer eine PDF-Form, ich glaube, jetzt helfe ich mir selbst oder irgendwie sowas, auch dafür super vielen, vielen, vielen Dank. Machen wir mit dem Lob direkt weiter. Ich hatte mich letztens nämlich gewundert, warum es denn im Kofferraum so stinkt. Ja, genau, ein Kommentator oder ein Abonnent hatte das auch richtig erkannt. Ich hatte vergessen, die Belüftung, Zwangsbelüftung nennt man das, glaube ich, vom Tank anzuschließen. Beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass da eine dran war. Und aufgrund des Kommentares habe ich dann abends um 10, halb 11 mit der Taschenlampe nochmal irgendwie den ganzen Tank abgeleuchtet und habe dann ja, das Passende gefunden. Da habe ich jetzt einen Schlauch drauf gesteckt, ist noch nicht ganz fertig, aber es wird schon. So, aber jetzt kommen wir heute mal zu den Sitzen. So, Sitze von Oldtimern, ihr kennt es, das allseits bekannte Problem, sind aus, was ist denn das hier? Kokosfaser oder so, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und wie der eine oder andere das schon im Auto schon richtig entdeckt hatte, die bröseln. Ja, ist klar, die sind 50 Jahre alt, also bröseln die auch. Deswegen gibt es einen coolen Trick, den ich in einem 123er oder -8 Forum gefunden habe. Und das Ganze nennt sich Naturlatex bzw. Latexmilch. Im Prinzip ist das, was ich, flüssiges Silikon, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp daher. Natürlich ist das Latex. Aber damit soll man diese Sitze tränken können und dann verbinden die sich mit dieser alten Kokosfaser und dann bröseln sie auch nicht mehr. Und der Vorteil ist natürlich, naja, man hat nicht dieses ganze Gebrösel im Auto und was viel, viel, viel wichtiger ist, weil das Gebrösel kann man ja wegsaugen, aber wenn die Sitze irgendwann durch sind, beziehungsweise weil alles weggebröselt ist, dann sitzt man auf der, naja, auf der Feder. Und wer jetzt mal gucken will, wie so ein Sitz aufgebaut ist, also ich habe jetzt mal das Oberteil, habe ich abgemacht, sieht so aus. Das Teil lasse ich dran, weil die hinter keine Kokosfaser ist. Das werde ich nur hier unten in dem Bereich abkleben. Ja, Auflagefläche, da ist das Ding. Und von unten sieht das Ganze so aus. Das heißt, man hat diese ganz normalen, wie von Omas Sofa, diese ganz normalen Federn hier. Der Sitz ist auch sehr rudimentär. Also sehr weit weg von Sitzheizungen, von Gurtstraffern, von allem. Das Ding wiegt auch irgendwie nichts oder so. Hier ist auch irgendwie schon so eine Schicht drauf. Ich weiß aber nicht, ob das vom Vorbesitzer halt nur so rudimentär gemacht. Wie gesagt, wir wissen viel, nichts. Keine Ahnung. Deswegen gucken wir jetzt mal, ich werde mal das Naturlatex aufmachen und dann werden wir es noch tränken und gucken, was da rauskommt. Das dauert nämlich auch irgendwie trocknen, 3-4 Tage maybe. Also eigentlich soll man es in den Ofen stellen. Ich habe leider keinen so großen Ofen oder irgendwie eine Wärmekammer oder sonst was. Da ich aber die nächsten Tage sowieso keine Zeit habe, dann da weiterzumachen, kann das auch einfach fröhlich vor sich hin hier in der Werkstatt herumtrocknen. Ja, los geht's. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich das Fenster gerade zwischendurch aufgemacht und ich habe auch noch einen Ventilator hingestellt. Also hier, den habe ich immer im Imbisswagen, das schöne Stück hier, weil das Ganze nämlich Ammoniak enthält. Steht drauf, dem Kanister steht drauf, enthält wenig Ammoniak. Wir gucken hier, über 60% Feststoff, wenig Ammoniak. Da. Aber es stinkt wie Hölle. Deswegen habe ich gerade Fenster aufgemacht, habe einen Ventilator reingestellt, damit das einfach trocknet. Beziehungsweise damit ich hier keinen Nasenorgasmus kriege, grauenvoll ist. Ich habe, wie ihr gesehen habt, habe ich das Ganze jetzt einfach nur getupft, getüncht und zwar so lange, bis unten wieder was rausfließt. Das sieht man jetzt hier auch. Ja. Und wenn ich den jetzt mal anhebe, gucken, ob ich den anheben kann, dass ich das zeigen kann, dann sieht man da auch da unten drunter, was ihr dann seht, dann sieht man das da raustropfen. Warum habe ich das Ganze jetzt hier nicht abgeklebt oder abgedingens? Kann man machen, muss man nicht unbedingt, weil A, kommt der Stoff da eh drüber und die Teile, die man letztendlich sieht, also sprich hier diese Halteschiene, wenn man sie überhaupt sieht, weil sowieso ganz unten im Sitz drin ist, die, da tropft es nicht drauf. Es tropft nur auf diesen
diesen Korpus, sag ich mal, drauf, wo sowieso dieser Bezug drüber kommt. Also sprich hier völlig uninteressant, aber kann man auch mit einem Läppchen, wenn man meint, es müsste sehr sauber sein, aber ihr seht hier schon, es härtet schon an. Man kann es wahrscheinlich auch später, wenn es denn trocken ist, wahrscheinlich ganz einfach abholen. Ist ja nur Latex oder, ne? Also so eine Art wie Silikon. Es ist ja einfach nur Gummi, was hart wird und das kann man sicher auch abknibbeln, wenn es denn einen stört. Aber wenn der Stoff da drüber ist, wird das wahrscheinlich keine Sau mehr jucken und sehen tut man es sowieso nicht mehr. Aber kann sich sehen lassen, ne? Lass das Ganze trocknen. Ich weiß nicht, ob ich das noch ein zweites Mal machen muss. Keine Ahnung. Ich würde das Ding jetzt einfach mal ein, zwei Stunden stehen lassen, gucken, wie es dann so aussieht. Wahrscheinlich beim ersten Mal saugt es sehr viel, weil auch viel wahrscheinlich durchtropft. Deswegen muss man wahrscheinlich mal abwarten, wie viel trocknet oder tropft wirklich durch, wie viel nicht. Und dann hinterher nochmal nachtünchen. Ich mache aber jetzt erstmal den Ventilator wieder an. Wie gesagt, am besten draußen machen in der Sonne. Dann trocknet es auch sowieso schneller, davon ab. Aber draußen ist mir jetzt gerade zu warm. Wir haben irgendwas mit über 30 Grad und das muss ich mir nicht körperlich auch noch antun. Aber Ergebnis kann sich schon mal sehen lassen und naja, nächsten Szene geht es für euch weiter. Für mich dauert es ein bisschen länger. Kurzes Zwischenupdate. Ich habe jetzt den zweiten Sitz auch noch gemacht und der sieht jetzt so aus. Also wie der erste gerade und auch hier tropft alles schön runter. Wie sich das, naja, nicht gehört, aber wie es nun mal so ist. Der zweite Sitz, achso, wenn das Zeug ganz trocken ist, dann wird das auch komplett klarsicht oder durchsichtig oder nahezu durchsichtig. Ihr seht jetzt hier, habe ich hier, das ist die alte Fläche hier bis hierhin. Das trocknet schon durch und ihr seht, es fließt weiter rein und wenn es härter wird, dann wird es auch klarsichtiger. Wie gesagt, ist eh egal, weil sowieso ein Stoff drüber kommt. Aber ihr seht nur hier, ich mache hier nochmal so eine zweite Schicht, mache ich da nochmal drüber, damit es halt nochmal besser aussieht. Ja, und dann dürfte es auf jeden Fall genug mit Latex getränkt sein, dass das für die Ewigkeit hält. Also ich kann das Ding dann wahrscheinlich noch vererben und der Sitz wird dann immer noch supi sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Vorbesitzer das auch schon gemacht hat. Das Zeug verlinke ich mal in der Videobeschreibung für diejenigen, die das interessiert. Gibt es ja mit Sicherheit. Ich bin ja nicht der Einzige, der irgendwie einen Sitz restauriert. Und verbrauchstechnisch würde ich jetzt mal sagen, wenn man das jetzt zweimal macht, ich gucke jetzt gerade auf den Kanister gerade. Der Kanister, also ich fange jetzt beim zweiten Mal an, habe zwei Sitze gemacht. Und der Kanister ist jetzt noch bis hierhin voll. Ich würde jetzt mal sagen, für zwei Sitzflächen zweimal ein Tünchen, einen halben Liter, Pi mal Daumen, 5 Liter sind da ungefähr drin. Kommt auf die Sitze an, mit Mercedes-Sitze oder eine ganze Sitzbank ist natürlich viel, viel, viel größer. Aber er sagt, aber ich habe hier bei diesen Rückenlehnen, da ist einfach nur Stoff drin. Da brauche ich es nicht machen, aber ich weiß, dass irgendwie die 123 oder so teilweise. Rückbank weiß ich bei mir selber auch noch nicht, keine Ahnung. Aber sag ich mal, erstmal die Sitzflächen. Also 5 Liter sollte man sich holen, ist eh günstiger als 1 Liter. Ich glaube, 1 Liter 11 Euro, 5 Liter 38, 28, whatever. 5 Liter sind auf jeden Fall günstiger und dann kann man es jetzt nur noch 3 oder 4 mal machen. Scheißegal. Viel hilft viel in diesem Fall. Und so sieht das Ganze jetzt aus, nachdem es nicht ganz durchgetrocknet ist. Es wird aber komplett klarsichtig. Also hier war ja gestern noch alles weiß. Das ist hier richtig, wie gesagt, das ist eine richtige Couch. Latexschicht. Und es fühlt sich schon sehr gut an. Also alles schön so, wie ich es denn gerne hätte. Und auf und unten drunter. Und wo sieht man es denn besser? Sieht man jetzt so ein paar Tröpfchen noch, die noch nicht ganz durchgetrocknet sind. Aber es macht schon einen schlanken Fuß. Fühlt sich auch schon sehr gut an, haptisch. Und jetzt dürfte es nicht 100% bröselfrei sein, damit müsst ihr es wahrscheinlich tränken, bis der Arzt kommt. Aber ich sag mal, zu 95% dürfte da nichts mehr bröseln, weil das jetzt alles komplett mit diesem Couch, ach Couch, oh, Latex hier. Jetzt sieht man auch hier, da, jetzt kann man das auch reintisch hier. Also wenn man irgendwelche Reste hat, kann man die auch hier abziehen, wenn es da geht. Aber die sind echt bombenfest, die Dinger. Nicht schlecht. Achso, wo war was getropft? Wir gucken hier. Da kann man das abziehen. Ja, hier, das geht ja supi. Also auf Dingens hier, auf Metall. Also braucht ihr euch ja gar keine großen Gedanken machen. Einfach abziehen. Wie so ein Pflaster oder Kaugummi. Ich glaube, hier war es schlimmer. Ja, geht doch perfekt ab. Ja, also keine Panik auf der Titanic. Einfach abziehen das Ganze. Und jetzt warte ich aber noch mal irgendwie. Ich muss halt jetzt, das brennt jetzt mir nicht unter den Nägeln. Ich werde das jetzt hier ein bisschen sauber machen. Dann werde ich das an eine Seite stellen, werde das einfach nochmal 3, 4 Tage komplett durchtrocknen lassen. Das wird jetzt schon auch an sich trocknen lassen, aber ich will da den Stoff noch nicht so
ad hoc drauf machen. Und wie gesagt, so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Von daher kann es einfach noch 200 Tage weiter trocknen. Und dann mache ich da hinten den Stoff raus. Ist nur drüber ziehen. Und dann habe ich jetzt heute noch To-Do-Liste. Genau, mein Bremsenkraftverstärker, sondern mein Hauptbremszylinder. Den muss ich mal eben sauber machen. Revisionssatz ist immer noch nicht angekommen. Dauert irgendwie auch noch morgen, übermorgen, maybe oder was. Aber ich kann das schon mal ein bisschen schick machen. Circa 2,5 Wochen sind jetzt vergangen, weil wir unter anderem auch in Italien waren und das Zeug konnte jetzt trocknen, bis der Arzt, also wie gesagt, die letzte Szene von euch ist für euch jetzt nur eine Sekunde her, für uns sind es 2,5 Wochen her und das Zeug ist super durchgetrocknet, da gibt's nichts und wir haben jetzt gerade hier was vom Dingens abgeknibbelt, genau, also das Original ist es ja, Moment, es ist ja sehr flüssig, also ne, so flüssig, ganz normal wie so eine Milch. Wenn es getrocknet ist, dann sieht es so aus und kannst ja mal versuchen, das auseinanderzureißen. Oh. Nee. Kriegst du nicht, ne? Alter, nee. Was? Also wenn das Zeug trocken ist, Alter, das kannst du verehren, was du damit gemacht hast. Na, jetzt hast ja du gut, gewissen. Jetzt, nee. Weil... Aber das ist bombenfest, das Zeug, ne? Das ist richtig fest. Richtig krass. Also für Sitze und so, ey, da kannst du... Das ist mega, ne? Ja. Da machst du nichts mehr kaputt. Ja. Ja, und jetzt können wir die Sitze einfach wieder zusammenbauen. Also Stoff wieder drauf und dann können wir es auch wieder einbauen. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Das Zeug ist mega. Wie gesagt, wenn da irgendwas bröselt, danach, nach dem Zeug bröselt da nichts mehr. Da kannst du drauf Tango tanzen. Ja. So, zusammenbauen. War letztens auch fleißig, weil sie nämlich ihr Auto ausgesaugt hat. Hat sie auch diesen hier auch schon gleich ausgesaugt und sieht es in den ganzen Brösel nämlich schon mal entfernt. Und ja, jetzt genau, halten Sie diesen Sitz bitte fest. Moment, ich öffne Sie die Tür. So. Einmal da reinschälen bitte. Einmal reingeschält. Der Vorteil ist ja, dass ja hier nur zwei Schrauben das Ding nur. Dann ist das Ding ja schon wieder drin. Tada! So, Festschrauben. Ja, fast. Knie nieder oder was? Ja, so ungefähr, ey. Ja, dann nimm doch jetzt mal Platz. War jetzt ein ganz schöner Kampf, haben wir jetzt nicht gefilmt, weil man eigentlich auch nichts filmen konnte. Boah, ja, guck. Schön. Das doch. Ja. Tut's, ne? Tut's. Ja. Ja, ist noch nicht. Ja, doch. Noch kein. Da fehlt ja noch der Hauptbremszylinder dabei. Was. So, Sitze auch abgeschlossen. Jo. Wieder ein Part. Yippie! Nee. Genau, wie es dann im nächsten Teil weitergeht, das erfahrt ihr dann nur, wenn ihr abonniert und die Glocke drückt und tralala. Ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Teil dann wieder. Es geht dann wahrscheinlich mit der Bremse weiter. Genau, Hauptbremszylinder. Da war ja was. Der wird revidiert. So, und jetzt und tschüss, Chris. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann abonniere doch einfach kostenlos diesen Pommesman-Kanal. Dann verpasst du auch keine weiteren Teile mehr. Es ist wirklich komplett kostenlos. Also drück schon auf den Button, Smiley.